Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist der Tag gekommen. 12 Monate Schrauben, genau an diesem Objekt. Jetzt steht er hier auf Prüfstand. Und wenn alles gut läuft, bekommt ihr heute eine Angabe, was das Ding hier drückt. Was sagt Chris dazu? Die machen heute ganz nach dem Motto Rollenspiel. Und wir sind in Brandenburg. Viele beschweren sich ja, dass wir immer sagen Berlin. Mhm. Wir sind in Brandenburg, also okay. Machen wir heute mal ein bisschen Action hier und gucken wir mal. Ich wollte gerade sagen, wir sind bei KKS Performance in Berlin, aber okay, wir sind bei KKS Performance in Brandenburg. Ja, ich habe jetzt schon öfter gelesen, dass die sind gar nicht in Berlin. Ja, aber es ist ein Katzensprung von Berlin hier. Also wir sind in Brandenburg. Genau. Ja, wir haben es gelernt. Richtig. Ja, es sieht einfach immer wieder schon mal fies aus, wie es hier so auf dem Prüfstand steht. Da sieht man auch immer erstmal, wie breit diese Slicks eigentlich sind und dieses ganze Kühlpaket und so weiter. Warst du fleißig? Und was sagst du? Er springt an, er läuft, er klappert nicht. Er klappert nicht, das ist schon mal ganz wichtig. Ich bin schon mal über den Hof gefahren. Ja, ist lustig. Muss aber übelst hart und ruppig und so weiter sein. Es klappert alles, ja. Ja, das ist immer bei diesen leeren Büchsen, ist immer krass. Ja, Motor klappert nicht, aber alles andere. Geil. Nee, sieht alles echt schon mal hier so. Das sieht doch so aus, als wenn es losgehen könnte. Ich hoffe. Das heißt, abstimmungsmäßig hast du bisher wirklich nur ein bisschen in Stand, so ein bisschen nach Erfahrung und Know-how ein bisschen angepasst. Genau, wir waren ja jetzt auf dem Stand nochmal vom letzten Mal. Ich habe jetzt nicht so viel mehr gemacht gehabt. Nur über den Hof gefahren, noch gesehen, da wird nachprogrammiert, da wird nachprogrammiert, aber halt jetzt nicht groß Arbeit reingesteckt. Ist so schon ganz gut gefahren und heute machen wir einfach den Rest. Sehr gut. Ja, da wollte ich dich ja mitnehmen. Ja, ich will es auf jeden Fall hören, wie der kleine Giftzwerg hier anspult. Also für die Zuschauer, die jetzt vielleicht in dieses Video einfach nur reinschalten, weil sie gesehen haben, aber Prüfstand, mal gucken, was er drückt. Kurz nochmal zur Erinnerung, Max ECU Steuergerät ist reingekommen. Der geile Typ hat die ganze Verkabelung dafür gemacht. Hier schlummert der TTE 3XX Turbolader. Den gab es so noch nie. Ist von der Baugröße her ungefähr so grob wie so ein K04, also schon so im Bereich 300, ja, also eigentlich 300 PS. Also zu klein. So, der Motor ist noch relativ hoch verdichtet, ist schon noch so bei 9.0 zu 1 ungefähr. Ist doch nicht zu hoch, ist doch gut. So, und jetzt gucken wir mal, was das Ding so kann. Ganz wichtig ist halt bei dem Auto, Rennstrecke soll halt am Ende fahrbar bleiben. Ne? Ja, also soll nicht so eine Alles-was-geht-Abstimmung sein, sondern so wie du sagst, für die Rennstrecke ist das toll und gut und schön. Ja, dass halt auch aus der Kurve schnell rauskommst. Okay, für die Zuschauer, was machen wir jetzt? Wir machen jetzt erstmal Sprit rein, der ist nämlich leer. Ah, okay. Dann eichen wir gleich noch den Tacho, neben Tankgeber. Mhm. Düsen, meinst du, passt alles? Groß genug, Spritdruck, Spritpumpe, müsste dafür gehen, ne? Da sind ja 1000er Düsen, oder 89er. Mhm. Und Pumpe hinten hatte ich ausgerechnet, die macht genug Literleistung. Geil. Kann halt nur sein, dass hier über die Leitung ein bisschen gestaut wird, aber ich denke nicht. Und jetzt mit Tankgeber-Eichen ist das Problem durch dieses ADU-Display, haben wir sonst gar keinen Tankgeber. Genau. Das heißt, du willst jetzt einmal von leer bis voll Wert angucken? Genau. Dann haben wir halt eine Tabelle, dann geben wir jetzt erstmal, würde ich sagen, 5 Liter rein. Dann merken wir uns den Wert, was da für eine Spannung ankommt. Dann machen wir nochmal 5 Liter rein, dass er weiß auf der Rennstrecke, so jetzt sind 10 Liter drin. Jetzt wird es dann langsam kritisch. Zeigt dir dann 10 Liter an oder Prozent oder wie? Du kannst entweder Liter oder Prozente machen, wie du magst. Geil, okay. Ja, und dann machen wir, bis er voll ist. Und dann gucken wir auf dem Prüfstand jetzt auch, dass es sachte wieder runtergeht. Alter, abgeschlossen. Das kann eigentlich nur Joni wieder gewesen sein. Okay, alles klar. Das heißt, wir machen jetzt als allererstes Folgendes. Wir kippen 5 Liter rein, gucken uns im ADU den Wert an. Das heißt, der originale Tankgeber ist jetzt angeschlossen ans ADU. Genau. Das machen wir, bis der Tank voll ist und dann geht es mit der Prüfstands-Action los. Genau. Wie lange brauchst du normalerweise, um so ein Auto abzustimmen? Das ist wahrscheinlich für dich hier eher Kindergarten. Ja, es kommt immer drauf an, aber ich denke jetzt bei dem Auto so, dadurch, dass er schon ganz gut läuft, wahrscheinlich 2 Stunden. Ja. Vielleicht auch eine Stunde. Schauen wir mal, wie gut er reagiert. Hauptproblem ist ja meistens, Ladebegegnung rauszufahren. Ja, das ist meistens das, was immer Probleme macht. Okay, let's go. Das waren jetzt 5 Liter, ne? Okay, das heißt, du hast jetzt hier einfach eine Tabelle 35 Liter, 0 Liter. Genau. Und trägst jetzt einfach hier unten immer die Voltzahl von dem,
von dem Füllstandsensor ein. Genau. Und so erstellen wir quasi in Anführungsstrichen die Candy. Genau. So, und hier haben wir dann nämlich im Tacho, das ist quasi unser eigentliches Tacho hier oben. Da oben seht ihr jetzt 5 Liter am Start. So, wenn jetzt alles gut geht, müsste sich das jetzt hier auch gleich verändern. Während Chris hier hinten sich einschüttelt, müsste es hier eigentlich mehr werden. Da, Tatsache. 6 Liter, 7 Liter, 8 Liter. Okay, ist ja geil. Okay, das heißt, du hast jetzt auch gleich den Balken da drunter auch so kalibriert, dass der Balken quasi auch runterläuft, ne? Genau. Geil. 9 Liter. Zack, ist auch wirklich, ja, doch, steht genau zwischen 9 und 10. Geil. Okay, das machen wir jetzt so lange, bis der Tank voll ist und schon haben wir ein Problem mit dem Tankfüllstand wieder geklärt. Es gibt auch nichts Schlimmeres als, wenn der Tankfüllstand beim Rennauto nicht geht, ne? Katastrophe, ja. Thema Tachosignal. Ja. Hast du jetzt gerade hinten an den Rädern dran oder vorne an den Rädern oder wie ist es aktuell? Momentan sind alle dran. Sieht aber schon so geil aus, wie in der Kiste drin sitzt, weil es auch so tief ist. Und weil es nicht gerade irgendwie so weit. Ist alles irgendwie ganz schön weit hinten. Ja, das war so geplant, ja. Aber die Dinger müssen eigentlich nur einstellbar sein. Die Konsole? Mhm. Warum? Na, wenn deine Frau mal fährt, hat die gleichen... Hat sie letztes Mal ein Kissen einfach hintergelegt bekommen. Muss reichen. Ohne harte Kissen, nicht das beim Bremsen, aber mein muss reichen. Kompromiss. Sie ist letztes Mal das eine Mal vom Pilzer Berg das Auto hin und zurück gefahren. Okay. Und da waren die auch schon starr verschraubt. Nee, also in dem Fall ist es so, hier diese geilen Konsolen von Animal, von Daniel. Also klar, man kann es verstellbar machen, aber ich sag immer, man sitzt nie so geil in einem Auto, wie wenn eine Konsole starr geschraubt ist. Es waren für mich wirklich Weltenunterschied beim Fahren. Mhm. Und ich bleibe auch dabei, dass der Popo und der Rücken echt krasses Organ ist, um zu merken, wie das Auto fährt. Gerade so im Unbewusstsein. So, und deswegen muss das einfach starr sein. Das heißt, angenommen, es würde jetzt jemand hier drin sitzen, der weiter vorne sitzen will. Variante 1 ist einfach nur diese Schraube lösen, die hier rausdrehen. Dann kann man den Sitz noch 2 ganze Positionen nach vorne schieben. Kann ihn sowohl steiler stellen, wir können ihn sogar noch tiefer machen, wie ihr seht, wenn ihr wollt. Aber man sitzt halt schon echt krass tief drin. Wenn das auch nicht reicht, dann muss man halt die ganze Konsole hier drauf nach vorne weiter verschrauben. Ist natürlich nichts für mal eben schnell an der Tanke, aber... Wenn meine Madame doch nochmal motiviert ist, Pilzer Berg mit der Kiste zu fahren, stelle ich ihr lieben gerne Sitz nach vorne. Kaltstart direkt auf 800 Umdrehung hier. Jetzt gut und dreht's dann auch nicht. Lambda
1 wie angenagelt hier. Boah, guck mal, wie geil wir in diesem Auto drin sitzen, ne? Nach oben. Nach oben ist krass, ja. Also mit Helm hast du ja kein Problem. Da kannst du ja doch hier... So, also das Problem ist, man sitzt jetzt so tief, dass man das Problem bekommt, dass du keine Spiegel mehr ankimmst, weil wir gucken kaum über die Türkante rüber. Stimmt, ja. Weißt du, also der Spiegel müsste so tief sitzen, dass du durch die Tür durchguckst. Ja, aber du solltest so schnell sein, dass du gar keinen Spiegel brauchst. Richtig. Boah, läuft schon echt schön. Guck mal, wir haben jetzt gerade mal erst 77 Grad Wasser, 76 Grad. Ist der Lüfter an? Nee. Möglicherweise nicht. Geht das nicht bei... Oh. Guck mal, jetzt geht er sogar runter auf 74, 75 Grad. Das heißt, der Wasserkreislauf ist ja echt in Anführungsstrichen entlastet von dem Ding, ne? Dass er im Leerlauf noch nicht mal heiß wird. Genau. So, das heißt, du gehst jetzt hier mal einmal so nochmal alle Tabellen einmal so grob durch aus Erfahrungswerten, wo du so sagst, das und das und das. Ein bisschen Zündung, ein bisschen hier, ein bisschen jenes und dann gucken wir mal. Genau. Für die Leute, für die Anfahrschwäche haben, fehlt jetzt nur die Kupplung. Zornig, ne? Ein bisschen, wa? Der Lade, der hat auch von viel Bock, der Kleine hier. Also war auf jeden Fall so, boah, wenn er dann da so ablässt, ist schon so ein bisschen 5-Zylinder-like hier. So, und bisher bist du immer so dabei, Gasstöße und Sprit rausfahren. Also immer weiter drehen, ein paar Umdrehungen weiter. Na, ich habe jetzt Sprit rausgefahren schon mal. Mhm. Da ist jetzt, bin ich bei 0% Korrektur. Und hab nebenbei gleich noch die Zündung gemacht. Mhm. Das war jetzt aber schon fast wieder eine Punktlandung auf 3 Grad. Zündung machen heißt, also du fährst wirklich immer so weit, bis keine Leistung mehr kommt oder bis er anfängt zu klopfen oder wie machst du das? Na, man weiß ja ungefähr durch die Verdichtung und so weiter, Effizienz von dem Motor, wo die Basis schon mal hingeht von der Zündung her. Trägst du dann schon mal ein, das ist halt Erfahrung. Mhm. Dann nimmst du einfach noch mal ein bisschen was weg zur Sicherheit. Und dann fährst du auf dem Prüfstand halt einmal durch. Oder halt nicht gleich volle Drehzahl, sondern mittlere Drehzahl. Dann nimmst du noch mal 3 Grad Zündung weg. Mhm. Dann siehst du, passiert jetzt was, passiert jetzt nichts. In den meisten Fällen geht dann halt so, sagen wir jetzt mal, 15 PS. Ja, okay, verstehe. Da weißt du, dann bist du schon mal mit der Zündung safe. Dann packst du diese 3 rauf und machst nochmal 2 oben rauf. Dann fährst du nochmal. Wenn er dann immer noch mehr Leistung macht, dann nochmal 2 hoch. Mhm. Und so weiter. Und irgendwann kommt da keine Leistung mehr und dann muss man, also da muss man langsam vorsichtig sein. Und Ladungregelung ist aktuell noch komplett aus, ist einfach nur Dose. Das ist momentan nur Druckdose, ja. Okay. Macht da 1,2 Bar. Echt? Macht er so viel schon? Ja. Aber es kommt auch schon ein bisschen Leistung jetzt, ne? Weil 1,2 Bar wird auf jeden Fall dann am Ende zu viel sein. Wir können ja mal gucken, wie das schon hier auskommt. Ja, und siehe da. wir gehen ins Rennen schon mal bei 227 PS und 285 Kilometer. Obwohl hier nur gedreht wurde bis knappe 6000. Da geht es leistungsmäßig auf jeden Fall noch berghoch. Krass. Einige hatten ja übrigens Angst, dass sich der Ölkühler hier nicht entlüftet. Ich kann euch beruhigen. Auch obwohl der Kühler auf dem Kopf steht.
gleichmäßig heiß. 227 PS für nicht ausgedreht, auf Dose ist das schon mal gar nicht schlecht. Würde ich auch sagen, ja. Im Drehmoment ist halt schon ordentlich, ne? Und schon sind es 235. Für den Ladedruck ist schon mal super, ja. Klingt wie 500. Mehr irgendwie, ja. Das ist jetzt wirklich immer noch Dosendruck, ne? Genau, ja. Und das heißt, wie viel Bar sind es? In der Dose sind hier 1,2 Bar. 1,2, ne? Schon eine Menge. Das ist auf jeden Fall schon Leistung. Ja. Das heißt, da müssen wir später auf jeden Fall nochmal bei, weil Dosendruck heißt ja, das ist minimalster Ladedruck. Wir wollten ja eigentlich schon ein bisschen weiter runter. Genau, ja. Das heißt, da wird die Feder noch zu hart schon drin sein. Richtig. Okay. Lambda-Wert jetzt bis zum Ende? 0,82. Okay. Bei dem Ladedruck. Und siehst du jetzt in der Max-ECU schon irgendwie so ein bisschen klopfen oder so ein bisschen Geräusch oder so? Oder wie ist das? Nee, so wie die Zündung jetzt rausgefahren ist, ist alles leise. Passiert gar nichts. Machst du jetzt mehr, kommt keine Mehrleistung, aber der Klopfsensor wird langsam laut. Okay, also du hast ihn schon mal gesehen, also er ist zumindest da. Genau. Alles klar. Passiert schon was. Ja. Also jetzt anfangen mit Druckstellen, wie? Jetzt Feuer, ja. Also denk auf jeden Fall immer dran, Rennstrecke, ne? Nicht irgendwie so, ja, ich würde den mittleren Bereich echt zahm lassen und würde eigentlich echt eher nur oben raus immer drauflegen. Na, machen wir. Dann machen wir, dass das Drehmoment quasi gleich bleibt. Ja. 300 Newtonmeter bis im Begrenzer. Ungefähr. Vielleicht noch 330 im Begrenzer. Machen wir. Schon sind wir bei 333 PS mit 347 Newtonmeter gelandet, mit einer absoluten Bilderbuchkurve hier. Also ich muss echt sagen, Respekt, wie schnell du das immer hinkriegst. Ja, genau. Erzähl mal, was hast du gemacht? Der Sprit war ja fertig, Zündung war fertig, jetzt hat man ja nur noch mal Ladedruck gesucht, beziehungsweise die Taktung gesucht. Die habe ich jetzt so gefunden, sieht auch ganz gut aus. Also von draußen klingt es wie 500 PS. Fühlt sich irgendwie so an, ja. Weil auch wie dieses Pop-Off da aufmacht und hier rauspfeift, ja. Das ist echt krass von vorne. Das ist schon Action, ja. Was war das jetzt an Druck? 2,3 Bar. Also was auf jeden Fall geil ist, dass er in der Mitte in Anführungsstrichen so schwach ist und oben raus zulegt, also diese Saugercharakteristik so behält, ne? Ja, genau, ja. Das wird natürlich schon... Ja, schon das ist für die Strecke am besten, ja. Diesen Punch brauchst du ja nicht. Nee, mit eh nur durchdrehen, ne? Wie ist es so mit Ansauglufttemperatur jetzt gerade? Mit unserem fetten Ölkühler, fetten Ladeluftkühler? Na, 10 mehr wie außen. Ist ja nix. Also maximal 10 mehr. Das heißt, jetzt hat er so 40 oder wie? 35. Achso, ja nee, hier drin ist schon wärmer. Bevor ich das Tor gerade aufgemacht habe, waren hier gefühlt schon 35 drin. Muss ich mal auf den Kühlschrank gucken. Das heißt, der lacht sich noch tot, weil Ölkühler funktioniert auch perfekt. Okay, jetzt ist es aus, aber da Öltemperatur hatten wir immer so 60, 65 Grad. Mit dem extra Lüfter jetzt davor. Ja, genau. Das ist natürlich auch krass. Also die Temperatur stehen alle, das ist krass. Schon echt funktioniert. Da, ja. Ja, 2,2 Bar ist für das Ding natürlich schon nicht wenig. Ich meine, andererseits, er schreit irgendwie noch mehr, ne? Ja, aber mehr geht gerade nicht, weil Spritpumpe, der Spritdruck bricht zusammen. Das ist halt das Geile, wenn man die ganzen Sensoren dran hat, sonst könnte man jetzt auch dran rumrätseln, ob es Düsen sind, wie auch immer. Genau. Aber klar, wenn Druck abfällt, fällt ab, ne? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was für eine Pumpe wir jetzt reingesteckt hätten. Das war auch eine Valbro, oder nicht? Nee, die IM. Diese kleine Intankpumpe, diese.
mit Grün irgendwas drin, ne? Schwarz-Matt mit Grün. Klingt auch echt einfach geil. Also ich freue mich schon so, das Ding über ein Bilzerwerk zu schieben. weil ich behaupte mal, also Potenzial für 30, 40 PS ist auf jeden Fall noch, ne? Würde ich auch sagen, ja. So, also klar kann man jetzt ja hochrechnen, man kommt da schon relativ schnell Richtung 3 Bar, das wollen wir natürlich bei so einem Auto auch nicht. Ja. Macht ja gar keinen Sinn. Ich behaupte mal auch, das hier ist jetzt gerade schon alles, was man auf der Strecke fahren sollte, oben raus. Ja, naja, vor allem, mit wie viel Leistung bist du vorher gefahren? 200? Nee, 157. Das ist doppelte Leistung, ja. Doppelte Leistung bei 200 Kilo weniger. Das wird auf jeden Fall sportlich. Das wird auf jeden Fall sehr sportlich, ja. Nee, es ist schon, das ist schon geil so. Ja, und Leistung ist jetzt halt wie so ein Golf halt, ne? Aber ist auch kaum eine viel größere, passt ungefähr. Aber das ist halt ein 1-4er, ne? Ja. Schon. Aber wir gucken mal kurz nach der Spritpumpe und melden uns gleich zurück. Genau. Also, was sagst du? Pumpe zu schwach? Pumpe zu schwach, ja. Da müssen wir jetzt erstmal noch neu einbauen. Ja, wobei, das ist jetzt natürlich auch Meckern auf hohem Niveau, ne? Wir reden hier von 333 PS und 347 Newtonmeter. Das ist ja eigentlich schon weit mehr, als wir eigentlich haben wollten. Nein, ich hast du ja gesagt, ihr habt so, wenn wir 300 haben, Ja, also das der Lader, hast du schon wieder 10% mehr. Dass der Lader die Technik so einfach 333 ausspuckt, das hätte ich auch nicht gedacht. Das kostet. Vor allem, keine Ahnung, gefühlt hier in Brandenburg heute 25, 28 Grad, ne? Ja. Schon krass. Ihr habt hier mal im Vergleich. Rot ist die jetzige Kurve, blau ist eine Stage 1, 2 auf dem Originalarbeit von euch. Genau, ja. Da seht ihr mal, wie groß rechts der Unterschied zwischen der blauen und der roten Kurve ist. Das ist ja genau der Bereich, wo man fährt, zwischen 5 und 7, sage ich jetzt mal. Also das wird schon echt saftig fahren, ne? Ja, auf alle Fälle. Aber es ist halt, die meisten Punkte ist 300 PS. Mhm. Aber wenn du das siehst, diesen Unterschied, was, wie krass das dann anders fährt und wie viel mehr da kommt. Ich meine, da wo ein Serienabwart einfach die Tür zugeht, macht der das richtig auf. Und kommt auch gar nicht so viel später, ne? Also wir reden so von vielleicht 500 Umdrehungen oder so. Und auch nur unterhalb von 4000. Ab 4000 egalisiert sich schon wieder, ne? Ja, knapp 800 Umdrehungen. Ja. Genau, und unter 4000, wenn man ehrlich ist, gibt man auf Rennstrecke eh nie Gas. Das sehe ich nicht, das ist ja nicht der Bereich, wo du fährst. Ja. Deswegen, also ich sag mal, so 4000 hat man schon mal, ist auch das halbe Drehzahlband. Wir haben jetzt ja auch erstmal nur 7 gedreht. Ja. Der würde ja locker die Leistung garantiert bis 8 halten. Bestimmt, ja. Aber da brauchen wir erstmal mehr Sprit. Fast. Eine Sache müssen wir auf jeden Fall für die Zuschauer noch machen. Wir müssen noch einmal so kurz ein paar Gänge durchziehen hier zum Abschluss. So, und auf eine Sache muss ich euch noch hinweisen. Ich habe mich schon wieder Ärger von meinen Jungs bekommen. Morgen, wenn dieses Video online geht, also am Morgen danach, ist wieder Color Monday. Diesmal gibt es Navy als Farbe. Da gibt es hier einmal ein geiles T-Shirt, einen geilen Pulli und eine geile Jogginghose. Also 10 Uhr gibt es morgen diese Kleidungsstücke. Wir müssen das einmal von vorne hören und einmal von hinten hören zum Abschluss, damit es hier nochmal für die Ohren was gibt. So, und damit beenden wir auch das Video dann. Mega geil, dass das Fachzeug jetzt läuft. Wirklich geiles Gefühl. 12 Monate rumgeschraubt. Eigentlich wieder fast alles selber geworden, ein Ding. Und jetzt drückt das Ding einfach auf Anhieb 333 PS. Einfach geil, freut mich. Im nächsten Video, also was muss jetzt bis zum Bilzerberg alles noch gemacht werden? Auto muss zusammengebaut werden. Zusammengebaut werden heißt Armatur und Brechkäfig vorne wieder. Ein bisschen Kabelbaum noch wickeln. Eine Achsvermessung und dann geht es so langsam los mit Einrollen. Achso, genau. Und wir bauen natürlich die Druckdose, eine viel, viel weichere Feder rein. Weil jetzt gerade ist ja das Problem, wir können die Leistung nur regeln zwischen 220, 230 PS war das, ne? Dose. Und den 330, das ist natürlich viel zu viel gleich, weil selbst mit 220 wird er schon krank fahren. Das heißt, wir machen in der Druckdose die Feder weicher, dass wir den Druck weiter runterkriegen. Dass wir irgendwo regeln können zwischen 140 und 333. Das wäre geil. Das heißt, die Feder, die hier drin ist, ist tatsächlich schon zu hart. Und wir können sie theoretisch so weich machen, dass wir hier wieder auch auf Unterkammer takten. Das heißt, dass selbst wenn die Feder zu weich wird und es sich aufdrückt, können wir es künstlich wieder zudrücken. Also das müssen wir auf jeden Fall noch umbauen. Und eine Pumpe. Und eine Pumpe?
Wassermethanol ist auch noch nicht aktiv, braucht man theoretisch noch nicht mal, ne? Bei den Temperaturen nicht. Auf der Strecke ist ja natürlich noch was anderes, wenn du da auf den Asphalt fährst und, ja, klar. Und Runde für Runde für Runde hat und das zerpariert ja, ja. Dann alles. Ja, aber hier der Wagner-Kühler, der macht einfach seinen Dienst. Ja. Sieht halt auch eher nach 500 PS als nach 333 aus, ne? Ja, oder für ja. Hat eine schöne Tiefe. Ja, geil. So. Ich verabschiede mich. Chris, vielen, vielen Dank. Hast du wieder, geil gemeistert. Und jetzt gibt's noch kurz einmal von vorne und einmal von hinten ein bisschen Akustik hier für die Ohren. Ja. Wird endlich geballert. Ciao und bis zum nächsten Mal.